den Gang doch! Das ist er nicht. Pardon, Senor. Ihr sucht dort. Ihr folgt mir. Sterben, Monsieur, wenn ihr das hier Francis Drake gebt. Ihr seid schwer verletzt, mein Freund. Ich kann euch nicht hier liegen lassen. Ihr müsst es für England tun. Wache! Aufmachen! Ich habe eine Botschaft für Captain Drake. Wo finde ich den Captain? Senor, das Dokument, das ihr bei euch tragt, gehört uns. Gebt es mir. Dann erspart ihr euch viel Ärger. Versteht zu fechten, doch eure Feinde sind zahlreich. Das ist immer gefährlich. Ich muss sofort zu Captain Drake. Euer Kurs ist richtig, ihr habt ihn gefunden. In meinem Wams hier. Bring ihn an Bord, Tom, er ist verwundet. Ja, Sir. Oh. Danke, Captain. Captain Winter, auf dieser Karte hier sind alle Festungen im Stillen Ozean eingezeichnet, in denen die Spanier Gold gehortet haben. Wenn die Königin uns die Erlaubnis gibt, können wir auslaufen.
Ich bin untröstlich zu hören, dass Euer Exzellenz wieder eine neue Beschwerde haben. In seinem letzten Schreiben an mich hat Seine Majestät der König von Spanien mich angewiesen, Euer Majestät seine Besorgnis auszudrücken über die ständigen Angriffe englischer Schiffe auf spanisches Eigentum. Auf hoher See werden spanische Schiffe von englischen Piraten überfallen und ihrer Ladung beraubt. So etwas, Madam, trägt nicht gerade dazu bei, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern zu vertiefen. Euch kann ich keinen Wunsch versagen, Don Bernardino. Wenn es so ist, Madam, bitte ich untertänigst, dass Eure Majestät einmal ein Exempel statuieren und den Befehl erteilen, den schlimmsten und berüchtigsten dieser Piraten zu bestrafen. Es ist Captain Drake. Drake? Drake? Lord Burley, wo ist dieser Captain Drake? Sein Aufenthalt ist mir nicht bekannt, Euer Majestät. Wir werden dem König von Spanien höchstpersönlich schreiben, mein lieber Botschafter. Ich werde ihm mitteilen, dass ich die feste Absicht habe, diesen Mann zu bestrafen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Eine bessere Gelegenheit kann sich gar nicht mehr bieten, Madam. Denn soviel ich weiß, ist Captain Drake in diesem Augenblick hier im Palast und wartet auf eine Audienz. Davon müsste ich doch auch etwas wissen, Euer Exzellenz. Augenblick. Ich werde ihn sofort empfangen. Captain Drake? Ich bin Captain Drake. Das ist Mr. March, mein Adjutant. Die Königin ist bereit, euch zu empfangen, Captain Drake. Arabella! Ach, welche Freude! Also hier ist der Herr. Seit 2 Wochen war er spurlos verschwunden. Ich muss dir alles erklären. Können wir nicht hinaus in den Garten gehen? Ihr seid Francis Drake? Euer Majestät Diener, Ma'am. Ja, aber ein schlechter Diener scheint mir. Ma'am. Auf die Knie. Ihr habt unser Missfallen erregt. Wir liegen nicht im Krieg mit Spanien. Der König von Spanien ist mein Vetter und mein Freund. Und ihr versenkt und verbrennt seine Schiffe und plündert ihre Schätze. Ma'am, ich... Glaubt ihr, ich dulde Mord und Diebstahl? Ma'am, ich hab... Schweigt! Und steht auf. Gebt mir euer Schwert. Lord Worthingham, werft diesen Piraten in den Tower. Dort bleibt er, bis wir über sein weiteres Schicksal entschieden haben. Ja, Madam. Euer Majestät, weiser Urteilsspruch wird verhindern, dass sich solche Zwischenfälle je wiederholen. Verstehst du nicht, das war doch ein Glück für mich. Entschuldigt. Es war ein Glück, ich war schon nach Plymouth unterwegs, um mich in die Dienste von Drake zu stellen. Aber durch die Botschaft, die ich ihm überbringen konnte, bin ich sein Freund geworden. Und jetzt sogar sein Adjutant. Da kann ich nur gratulieren. Arabella, ich weiß, du bist dagegen. Aber du brauchst dich doch hier nicht verlassen zu fühlen. Die Königin liebt dich sehr. Seit du aus Frankreich geflohen bist, stehst du unter ihrem besonderen Schutz. Oh. Und wann kommst du wieder von dieser großen Reise? In spätestens 3 Jahren. In 3 Jahren? Und du erwartest von mir, dass ich auf dich warte, 3 Jahre lang? Ja, wenn du mich liebst, tust du es. Wenn du mich liebst, dann gehst du nicht zu Drake. Warum trittst du nicht in den Dienst bei Hof, wie es sich für dich gehört? Stattdessen schließt du dich diesen Piraten an. Jeder Mann beneidet mich um diese Reise mit Drake. Aber du willst keinen Mann als Ehemann haben, sondern einen zahmen und geschniegelten Trottel. Du willst eine Hofschranze, so wie diese Hampelmänner da drüben. Dann geh ruhig. Trotz deines feinen Gewandes wirst du nie ein Edelmann werden. Und mein Ehemann auch nicht. Und ich sehe ein, dass eine Französin doch keine ebenbürtige Frau für mich ist. Halt, jetzt hab ich euch, meine Liebe. Nein, doch nicht, verzeiht. Jetzt seid ihr bestimmt enttäuscht, Captain. Doch ohne Grund. Hier, Captain. Nehmt es, ihr braucht es noch. Ich bin überrascht. Ihr seid ja auch nur ein Mensch. Nach den Berichten, die ich bekam, habe ich gedacht, ihr wärt ein Riese.
Ist dem Botschafter gegenüber die Täuschung gelungen? Nur teilweise, Malm, und auch nicht für lange. Niemand weiß besser, was in England vorgeht, als Don Bernardino. Abgesehen von mir natürlich. Mhm. Er hat ein bemerkenswertes Spionagenetz, das beinahe so gut ist wie mein eigenes. Manchmal ergibt sich eine kuriose Situation, wenn wir feststellen, dass wir beide dieselben Leute beschäftigen. Dann wird man uns sowieso hängen, als schwarzes Schaf oder als Unschuldslamm. Habt ihr das Geld bereit? Drake, kommt her. Das ist mein Anteil an den Kosten für eure Fahrt. Sorgt dafür, dass Lord Burley, mein Schatzmeister, nichts davon erfährt. Sonst würde er nie wieder froh werden. Ihr habt 3 Jahre Zeit, Drake. 3 Jahre, keinen Tag mehr. Ich erwarte von euch einen guten Gewinn. Einen Berg spanischen Goldes, Mel. Könnt ihr die Taue nicht festhalten? Die Taue festhalten! Arabella! Pass auf! Pass auf! Entschuldigt. Ich weiß, ich bin töricht. Ich hatte mir fest vorgenommen, dich nie wiederzusehen und jetzt... Hast du es dir anders überlegt? Nur damit du es dir auch noch mal überlegen kannst. Also dann liebst du mich. Ich nehme es beinahe an. Ich liebe dich doch auch. Aber ich muss mit Drake fahren. Alles, was ich besitze, ist... Wir könnten im Augenblick gar nicht heiraten. Aber vielleicht komme ich reich zurück. Vielleicht bin ich dann sogar berühmt. Vielleicht kommst du überhaupt nicht zurück. Doch. Wenn das Schiff untergeht. Keine Angst, Drake kommt immer wieder zurück. Und ich werde auch wiederkommen. Das verspreche ich dir. Am liebsten würde ich dich festhalten. Mr. Marsh? Bitte, Arabella, warte auf mich. Es wird nicht lange dauern. Dann fährst du also nicht? Doch, aber nur 1 Jahr oder 2. Oh. Warte auf mich! Ich... Willkommen an Bord, Mr. Marsh. Oh. Ich habe mich nur verabschiedet. Sie hat mich wohl zum Teufel gewünscht. Ja, Sir. Das tun auch die anderen Frauen, Mütter und Bräute. Zum Wohle Englands. Also, meine Freunde, in den 32 Tagen sind wir gut vorangekommen. Der Wind ist günstig für uns und wir können zufrieden sein. Bis auf eins, Sir. Das Wasser beginnt faulig zu werden. Wir brauchen frisches... Ja, natürlich. Wir besorgen uns einen neuen Wasservorrat hier in Marokko. Hat sonst noch jemand eine Frage? Captain Drake, die Mannschaft hat mich gefragt, warum wir in ein ödes Meer segeln und weg von dem Gold und den spanischen Schiffen. Weil meine Befehle so lauten, Mr. Moon. Wenn wir den gegenwärtigen Kurs beibehalten, dann kommen wir direkt zur Südspitze von Amerika. Ja, genau. Und dann? Dann erhaltet ihr neue Befehle, Mr. Moon. Jawohl, Sir. Pearson Fletcher? Ja? Achtet darauf, dass bei der Andacht niemand fehlt. Danke, das war alles. Was habt ihr denn noch auf dem Herzen, Mr. Marsh? Captain, die Mannschaft ist unruhig und es kommt zu Streitereien. Sie ist nicht zufrieden mit der Steuerung, die wir haben. Kurs ist das richtige Wort dafür, Mr. Marsh. Wenn man den Ozean ein paar Mal überquert hat, weiß man, dass die Mannschaft nach den ersten paar Tagen immer leicht unruhig wird. Ja, Sir, aber... Was plagt euch sonst noch, Mr. Marsh? Ich sollte das gar nicht sagen, aber... Aber selbst ein paar von den Offizieren... Ich weiß, dass Mr. Cadigan ein Freund von euch ist, aber... Er ist einer meiner besten Freunde.
Geht jetzt, Mister. Yes, sir. Vor 83 Tagen haben wir Plymouth verlassen. Seit 42 Tagen haben wir kein Land gesehen. Proviant und Wasser sind streng rationiert. Land gesehen? Kein Land gesehen, Proviant und Wasser sind streng rationiert. Unter der Mannschaft zwei Fälle von Skorbut. Wunderbarerweise hat der Wind uns nicht im Stich gelassen. Aber selbst ein Tag ohne Wind könnte jetzt das Ende für uns sein. Ihr wollt Wasser haben? Ich würde euch Wasser geben, wenn ich euer Captain wäre. Aber ich gebe es euch auch so. Komm her, du kriegst noch mehr. Captain, es gibt Ärger an Deck. Wer hat angefangen? Cardigan, Sir. Am besten, ihr kommt selbst. Ja, aber ihr geht wieder auf euren Posten, Malcolm. Los. Also merkt euch, Männer, wenn Drake das ablehnt, muss er sterben. Ihr seid raus dafür. Was hat das zu bedeuten, Will? So geht's nicht weiter, Captain. Du führst uns in eine Wasserwüste. Da krepieren wir wie die Ratten. Die Männer weigern sich, dir noch länger zu folgen. Und was soll geschehen? Ich übernehme die Führung des Schiffes. Ich verteile Proviant und Wasser und mit dem ersten Wind segeln wir zur spanischen Goldküste. Da gibt's für uns Wasser, Proviant und Schätze. Gib mir dein Schwert. Was? Das ist Anstiftung zur Meuterei, also gib mir dein Schwert, Cardigan. Du weißt nicht, was du redest. Die Männer haben geschworen, sie folgen mir. Ein Wort genügt und sie werfen dich über Bord. Sag's ihnen. Sag's ihnen, Cardigan. Ergreift diesen Mann! Ihr sollt ihn ergreifen! Ihr sollt ihn gefangen nehmen! Hört ihr nicht? Ihr sollt ihn gefangen nehmen! Als Captain dieses Schiffes spreche ich dich schuldig der Meuterei. Und jetzt gib mir dein Schwert! Mr. Marsh. Thank you.
Was wollt ihr? Ihr könnt Kettigan nicht hängen lassen. Vergesst nicht, er ist euer Freund. Könnt ihr nicht Einhalt gebieten, ehe es zu spät ist? Nein! Wenn er nicht mein Freund wäre, könnte ich ihn wahrscheinlich retten. Geht, geht jetzt. Bitte geht. Für den Urteilsspruch von gestern verantworte ich mich vor Gott und Ihrer Majestät. Für das, was in Zukunft geschehen soll, liegt die Verantwortung in euren Händen. Wir haben noch eine lange und sehr schwere Fahrt vor uns. Aber am Ende werden wir viel gewinnen. Für uns und für England. Aber wenn sich einige von euch vor den Gefahren fürchten und lieber zurückfahren wollen nach England, dann gebe ich ihnen die Marigold. Doch wenn ihr auf das andere Schiff umsteigt, dann verlange ich von euch, dass ihr den kürzesten Weg nehmt. Für den Fall, dass ich euch nochmal begegne, werdet ihr nichts zu lachen haben. Also, Männer, wer von euch ist ein Feigling und will nach Hause? Und wer ist für Drake? In einen schweren Sturm geraten. Es gelang mir, vor dem Sturm zu flüchten. Drake versuchte, gegen ihn anzukämpfen. Aber nicht einmal er konnte dieses Unwetter überleben. Nicht ein einziger der ganzen Besatzung. Nicht einer. Ich danke euch, Captain Winter. Arabella, ich kann es nicht mit ansehen, dass ihr so unglücklich seid. Ich kann nichts dafür. Ich habe ihn geliebt. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie euch zumute ist. Wenn ich euch beistehen kann, dann... Ich habe Malcolm gleich nicht fortlassen wollen. Jetzt ist er tot und ich sehe ihn nie wieder. Oh. Das ist Captain Winter, ma'am. Richtet euch auf, Captain Winter. Ich will mich nicht mit eurem Haarschopf unterhalten. Ihr bringt schlechte Nachrichten? Ich fürchte ja, ma'am. Nach dem Sturm haben wir Drake gesucht. Doch unsere Suche ist erfolglos gewesen. Und ihr fühltet euch nicht in der Lage, die Reise alleine fortzusetzen? Meine Männer hatten den Mut verloren, ohne Drakes Führung. Verstehe, Captain. Wenn Drake tot ist, müssen wir nachgeben. Wir haben keine andere Möglichkeit. Madrid erwartet unsere Antwort. Nein. Aber, Ma'am, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, das spanische Nein. Gesetz. Was gedenken Euer Majestät dann zu tun? Ich gedenke, das zu tun, was wir immer getan haben. Wir warten. Wir werden Drakes Rückkehr abwarten. Tom, komm mal her. Sir? Irgendetwas ist hier sehr merkwürdig. Stimmt was nicht, Sir? Ja, hier. Wo ist der Captain? Der ist unten, Sir. Ich habe unsere Position festgestellt. Wo sind wir? Nun? Wir sind zwar durch den Sturm nach Süden abgedrängt worden, aber wenn unsere Karte stimmt, dann... Ja? Sind wir jetzt auf Land. Hier, mitten auf diesem Kontinent, auf Australien. Und was schließt ihr daraus, Mr. March? Ich habe die Messungen sehr sorgfältig gemacht. Was schließt ihr daraus? Nur, dass auf der Karte was nicht stimmt. Gratuliere, Mr. March, zu eurer Entdeckung. Der Kontinent Australien muss woanders liegen. Ihr müsst Malcolm March vergessen. Wenn er noch lebt, ist er in den Händen der Spanier. Dann seht ihr ihn auch nie wieder. Ich zweifle noch, ob es so ist. Wenn Drake tot ist, und Sie sagen, er ist es, dann wird auch keiner von seiner Mannschaft zurückkommen.
habe, vielleicht leben sie doch noch. Warum quält ihr euch so, Arabella? Vergesst die Vergangenheit. Es dauert nicht mehr lange. Dann kann ich euch ein Leben in Reichtum bieten. Eine hohe Stellung bei Hof. Und Liebe? Die biete ich euch auch. Das ist offenbar die Küste, die man in Spanien Costa Hermosa nennt. Chile. Sieht ziemlich verlassen aus. Ich werde trotzdem mal an Land gehen und mich umsehen. Mr. Moon? Ja, Sir. Tom, in den Wind drehen und Anker werfen. Ja, Sir. Und zwei Boote aussetzen für die Landemannschaft. Ja, Sir. Zwei Boote aussetzen! Sieht aus, als ob man hier ein Schiff beladen hat, Captain. Mr. Chester. Ja, Sir. Ihr und fünf Mann haltet hier Wache. Ja, Sir. Mr. Marsh, wir gehen den Spuren nach. Nicht zu viel Lärm machen! Rumfässer zu sein. Was machen wir jetzt? Nehmt zwei Mann und holt den Maultiertreiber, aber leise und bleibt in Deckung. La mina de oro está en la foresta. Was sagt er? Er ist Portugiese, aber im Dienst des spanischen Königs. Es todo la verdad, señor. Sí, sí, sí. Er schwört, dass ein spanisches Schiff, das vor einer Woche hier war, das ganze Gold weggeholt hat. Aha, daher also die Spuren am Strand. Der Fall ist klar. Ja, wenn stimmt. Aber hier im Wald soll eine Goldmine sein, sagt er. Umso besser, er soll uns den Weg zeigen. Vamos, muchachos. Übersetze es ihm mal. Queremos saber la mina. Sí, sí, señor, con mucho gusto. Sí. Thank you.
Mann, ihr wartet hier. Manuel, kommt weiter. Du bleibst bei mir. Vorwärts! Schafft die beiden hier weg. Schnell! Hier bleiben kann er nicht. Das will ich ihm glauben. Das Schwert kann er behalten. Er gehört jetzt zu uns. Sie, wo er es gedachte. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias. Tom, stell das vor der Höhle auf. Ja, Sir. Und jetzt werden wir hier das Feld räumen. Vorwärts! Vorwärts! Beschlossen im Namen der Königin Elisabeth, Francis Drake. Jetzt schnell weg hier, los! Katholische Majestät, Philipp der Zweite, König von Spanien. Erhabene Majestät, unsere Befürchtung bestand zu Recht. Drake ist noch am Leben und macht den Pazifischen Ozean unsicher. Er jagt unseren Goldschiffen nach entlang der Küste von Chile und Peru. Sie sind ihm gerade noch entkommen, kurz vor Valparaiso. Das ist also Englands Doppelspiel. Die Unterzeichnung des Vertrages zögern sie immer wieder hinaus, in der Hoffnung, dass Drake bald mit unserem Gold beladen zurückkommt. Ich glaube manchmal, Gott hat uns diese Königin Elisabeth als eine Art Geißel geschickt, damit wir unsere Sünden büßen und später doch noch einmal ins Paradies kommen. Die Königin von Schottland, die jetzt leider noch Elisabeths Gefangene ist, wäre eine folgsamere Verbündete.
wenn Königin Elisabeth nicht mehr auf dem Thron säße. Und wenn mit unserer Hilfe Maria Stuart Königin von England würde... Eure Vorschläge beginnen immer mit einem Wenn, Don Bernardino. Wir haben viele Sympathien am englischen Hof, erlauchte Majestät. Zum Beispiel gibt es eine Menge junger Leute dort, die durchaus nicht zufrieden sind mit der Regierung Elisabeths. Sie würden uns gern helfen. Nein. Hört zu. Ihr kehrt nach London zurück und bringt den Vertrag mit England zum Abschluss. So ein Vertrag ist nur ein Stück Papier, erlauchte Majestät. Wir können bei den Engländern nichts mit Diplomatie erreichen. Allein durch Gewalt können wir sie auf die Knie zwingen. Nein, wir wollen einen Krieg nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb werdet ihr auch unsere Sympathie und unsere Ermutigung für die gefangene Königin von Schottland mit Vorsicht zum Ausdruck bringen. Ja, erlauchte Majestät. Ich habe den Vertrag mit der größten Sorgfalt geprüft, Madame. Er sieht eine beträchtlich höhere Anleihe von Spanien vor. Seine Majestät der König, mein Gebieter, hofft, dass durch diesen Vertrag die langjährige Freundschaft zwischen England und Spanien noch vertieft wird. Wir werden ihn studieren, mein lieber Botschafter. Ich habe eine traurige Nachricht für euch, Madame. Ein paar spanische Seeleute haben die Leichen von Drake und seinen Männern gefunden. Sie waren an Land gespült und sie haben sie beerdigt als Christenmenschen. Junge Männer, die meisten von ihnen, die ihr Glück machen wollten. Ich danke euch, Botschafter de Mendoza. Worthingham. Don Bernardino. Also, ihr lebt. Drake ist am Leben und wohlauf. Das ist die schlimmste Niederlage, dass uns das Goldschiff entkommen ist. Und das nach einer Verfolgungsjagd von 3 Monaten. Warum können wir nicht in den Hafen einlaufen und dort an Bord gehen? Warum? Frag ihn. Wieso nicht? Nachdem ich es mit Manuel ausgekundschaftet hatte, habe ich eine Zeichnung angefertigt. Hier. Das ist die Hafeneinfahrt. Der Hafen liegt seitlich. Hier ist die Stadt. Voller Soldaten. Das Schiff mit dem Gold liegt hier vor Anker. Gleich neben dem spanischen Kriegsschiff mit Postcount. Die Sache ist aussichtslos. Wer ist das? Wer singt da draußen? Klingt nach Manuel. Ein Liebeslied zu ihr. Malcolm, ich brauche 10 Mann, die besten, mit guten, lauten Stimmen. Mit Stimmen? Ja, mit Stimmen, los. Also hört zu. Manuel und ich singen euch jetzt ein Lied vor. Ihr müsst nur einen Satz lernen. Yo te amo, apaga la luz. Ist das klar? Aber ihr müsst es sehr gefühlvoll singen, denn es heißt, ich liebe dich, mach das Licht aus. Man muss glauben, dass ihr betrunken seid. Das dürfte euch ja kaum schwerfallen. Also, ihr habt's gehört, betrunken seid ihr und liebestoll. Alles klar? Tengo que continuar? Sí, es ist ganz leicht. Si viene a la ventana, si viene a la ventana, te amaba baja la luz, te amaba baja la luz. Que venga, que venga, te amaba baja la luz, te amaba baja la luz. Te amo, baja la luz. Si viene a la ventana, si viene a la ventana, abajo.
Segel, komm schnell, schnell! Helfen! Sir, das nächste ist jetzt der Hafeneingang. Die Spanier werden Augen machen. Die werden sich wundern, wenn wir sie so unsanft wecken. Das hat geklappt! Ja. Halt euch schon! Los! Setzt schon endlich die Segel! Nun! Ja, Sir! Wartet, wir helfen euch! Wie lange dauert denn das? Vamos, muchachos, a trabajar. Anden. Un poco más de prisa. Anden. Das ist der Rest der Ladung. Ja, Sir, für ein Jahr wird die Ausbeute reichen. Wir können ganz zufrieden sein. Unser Freund, der König von Spanien, wird sich den Gürtel enger schnallen müssen. Wir haben Ihre Kanonen, Ihr Pulver und Ihre Munition. Und Ihr Kriegsschiff hat ein ganz schönes Leck. Gut gemacht, Tom. Gib das Zeichen. Wir laufen aus sofort. Ja, Sir. Mr. Marsh! Alle Mann an Bord, wir laufen aus! Hier habe ich was zum Abendbrot, Captain. Ihr sollt doch nicht stehlen, Mr. Marsh! Auf Wunsch Ihrer Majestät sollt ihr der Königin von Schottland einen Brief überbringen. Würdet ihr ein Geschenk von mir mitnehmen? Von euch? Ja. Sie hat meinem Vater eine Gefälligkeit erwiesen, als er am französischen Hof war. Er hatte nie Gelegenheit, ihr dafür zu danken. Und das möchte ich jetzt tun für meinen Vater. Tja, das ist das Geschenk. Wird man mir denn erlauben, ein Geschenk für Sie mitzunehmen? Natürlich darf niemand etwas davon wissen. Und wenn man es bei mir findet? Ihr dürft ihnen keine Gelegenheit dazu geben. Und wenn man es trotzdem findet? Habt ihr auch nichts zu befürchten? Ja. Es ist nichts Unrechtes. Ihr könnt mir glauben. Es steckt nichts dahinter. Ihre Majestät hat mich beauftragt, euch ihren Dank für eure Geschenke zu übermitteln. Die Königin ist zu gütig. Ich freue mich, dass die Stickereien ihr gefallen. Ich weiß nicht, wie viel Garn ich schon verbraucht habe seit dem ersten Tag meiner Gefangenschaft. Aber wie viel ich noch brauchen werde, würde ich gerne erfahren. Und das hier soll ich euch geben von eurem getreuen Diener, Mr. Babington. Die Geschichten von Vandella. Wie nett von ihm. Bedankt euch bei Ihrer Majestät für mich. Und diesem Mr. Babington sagt auch Dank. Ja, Euer Majestät. Geduld. Der König und eure Freunde werden alles tun für eure Befreiung. Wenn es gelingt, dann erlebe ich es doch noch. Dann werde ich Elisabeths Platz einnehmen. So weit nördlich hat den Pazifischen Ozean noch niemand durchquert. Captain, das Wasser im Schiff steigt immer weiter. Wir können pumpen so viel, wie wir wollen. Wir müssen irgendwo landen und das Schiff ausbessern. Captain, seht mal. Das sieht aus wie ein Haufen Wilder. Hoffentlich ist das ein Willkommensgruß. Und wenn nicht, dann müssen wir auch landen. Bis zur Dämmerung ist das Schiff sonst gesunken. Lass die Männer die guten Uniformen anziehen und mach die Boote fertig für die Landung. Ja, Sir. Und Tom, unsere Steuerbordkanonen werden Salut schießen. Ja, Sir. Musik.
Wisst ihr was? Wir sollten versuchen, Ihnen klarzumachen, wer wir sind. Dass wir von einer großen Königin kommen. Ich habe schon etwas vorbereitet, Sir. Hoffentlich seid ihr damit einverstanden. Was willst du machen? Kommt mal alle hierher! Jetzt erkläre ich euch was. Das ist Ihre Majestät. Seht ihr das? Das ist unser Captain. Er und jeder von uns. Wir alle stehen im Dienst Ihrer Majestät, die ihr dort seht. Ist das klar? Sehr geschickt von dir, Tom. Danke, Sir. Ich habe mir das Bild von euch ausgeliehen, für alle Fälle. Captain, seht! Danke. Mr. March, die ist für euch. Für mich, Captain? Ja, das ist ein dienstlicher Befehl. Wenn es ein Befehl ist, muss ich gehorchen. Genau das. Zu ihm. Ihr sollt sie zu ihm bringen. Dankeschön. Wie ist dein Name? Mein Name ist Malcolm. Und deiner? Ich, Malcolm. Und du? Ah, Potato, Potato. Ah, Potato. Ich, Malcolm, du, Potato. Potato, Malcolm. Du und Potato, Kalikedi. Mit Vergnügen. Ah! Oh mein Gott. Frühstück. Guten Morgen. Oh, braune Äpfel. Du Yama? Yam, Yam? Yama. Gut. Weißt du, was ich machen werde? Die nenne ich Potatos. Dir zu Ehren. Ich bin Malcolm, du Potato. Potato. Potato? Potato. Weil du so ein nettes Mädchen bist. Ich bin ein Mann. Du? Ein junges Mädchen. Captain Drake? Ja? Halt einen Augenblick! Kommt herein!
Ich muss mit euch sprechen, Captain Drake. Ja, Person Fletcher. Es ist eine Schande, Sir. Eine Anzahl Mädchen, die Abenteuer suchen, lungern im Lager herum, trotz der Wachposten. Ach, wirklich? Nun ja, die Männer sind jetzt schon über 20 Monate unterwegs, das Fleisch ist schwach. So, den Eindruck hatte ich kaum, als ich bei Nacht durch das Lager ging. Kiki, Kiki, Koko, Koko, so klang es aus allen Zelten. Kiki, Koko? Was bedeutet denn das? Das wage ich nicht zu übersetzen, Sir. Das ist der Ausdruck der Eingeborenen für etwas Verwerfliches. Aber ihr scheint mir sehr bewandert zu sein in diesen Ausdrücken, Pastor. Wollt ihr nicht auch einmal einen Zug aus diesem Rohr tun? Sie nennen es hier Tobacco, hübscher Zeitvertreib. Der Zeitvertreib scheint in diesem Lager die Hauptsache zu sein. Es gibt hier ein Mädchen namens Potato. Mr. Marsh hat sich ihrer angenommen. Potato, ja, aber Mr. Marsh ist ein Mann von festen Moralbegriffen. Und dieses Mädchen ist die Häuptlingstochter. Von dem guten Willen ihres Vaters hängt es ab, ob und wann wir von hier weiter segeln können. Alles, was Mr. March hier tut, das tut er im Interesse von England. Wir verlassen dich jetzt. Aber von dir und deinem Volke scheiden wir in echter Freundschaft. Wir werden Ihrer Majestät melden, dass sie auch in diesem entlegenen Teil der Erde treue und zuverlässige Untertanen hat. Du gehen, er nicht. Kiki Marco! Kiki Marco! Kiki Marco! Hallo, Kiki! Sieh jetzt seine Frauen. Er versprochen, sie zu nehmen. Was? Nein, versprochen habe ich gar nichts. Du Lügen! Er hat das getan. Das bedeutet, ich will euch heiraten. Ach so. Wie seid ihr denn auf diese glorreiche Idee gekommen? Aber ich hatte doch keine Ahnung. Sie hat so zu mir gemacht und ich hab's nur wiederholt. Was soll ich jetzt tun? Jetzt könnt ihr nur da bleiben und heiraten, Mr. Marsh. Och, er lässt sich hier nieder. Ihr könnt hier ja noch der erste englische Vizekönig werden, lieber Mr. Marsh. Kiki Koko! Kiki Koko! Kiki Koko! Captain! Captain! Kiki Koko! Moon, lass schon immer die Topsegel setzen. Ja, Sir. Topsegel setzen! Topsegel setzen! Noch nichts von unserem Bräutigam zu sehen? Ich glaube, er schafft es, Sir. Kiki! Kiki! Marco! Marco! Kiki! Kiki! Marco! Marco! Kiki! Marco! Da ist er ja. Jetzt müssen wir ihn aber an Bord willkommen heißen, nicht wahr, Tom? Ja, Sir. Thank you.
Majestät, das ist ein Vertrag mit Spanien und kein Todesurteil. Wer garantiert mir das? Aber, Madam, wir waren einverstanden. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen unterzeichnen. Der spanische Botschafter wartet draußen auf eine Audienz. Ihre Majestät erwartet euch, Don Bernardino de Mendoza. Milord? Sir. Ein Schreiben von Drake. Von Drake? Er ist wieder da. Möge dieser Vertrag zwischen Eurer Majestät und der Majestät dem König, meinem Gebieter, dazu beitragen, die Bande der Freundschaft zu festigen. Ihr müsst mir helfen. Ergreift ihn! Captain Drake entbietet euch seinen ehrfurchtsvollen Gruß, Ma'am. Er liegt in Plymouth mit seinem Schiff und erwartet eure Befehle. Sein Schiff ist voll von... Beute, wollt ihr sagen, die er als Pirat gemacht hat. Lord Burley, steht auf. Sendet umgehend eine Botschaft an Sir Edmund Tremaine in Plymouth. Er soll den Schiffsraum versiegeln und das Schiff auf der Themse hierher bringen. Sofort, Madam. Eure Anwesenheit, Exzellenz, ist sehr willkommen. Ich werde zu rühmen wissen, in wie hohem Ansehen das Recht in diesem Lande immer noch steht, Madam. Darf ich Eure Majestät jetzt bitten, dieses Dokument zu vervollständigen? Wir werden ihm unsere größte Aufmerksamkeit widmen. Rotherham, sorgt dafür, dass Tremaine abgelenkt wird, damit Drake sich seinen Beuteanteil nehmen kann, bevor der Schiffsraum versiegelt wird. Wie ist euer Name? Malcolm Marsh, euer Majestät getreuer Diener. Das ist ein glücklicher Tag für uns, Mr. Marsh. Nehmt diesen Ring zur Erinnerung an die freudige Botschaft, die ihr uns überbracht habt. Majestät. Es ist eine große Ehre für mich und meine Leute, dass wir vor Captain euch... Captain Drake, wir haben euch hierher befohlen, um euch zu bestrafen, so wie ihr es verdient. Gebt mir euer Schwert. Und jetzt kniet nieder. Der König von Spanien hat euren Kopf verlangt. Hat das Schwert eine scharfe Klinge? Ein Schwert wird stumpf, wenn man es oft gebraucht. Wir werden ja sehen, ob es scharf genug ist für unser Vorhaben. Erhebt euch, Sir Francis Drake. Jetzt zeigt mir meinen Gewinnanteil. Ja, Ma'am. Darf ich euch begleiten, Ma'am? Mr. Moon? Sir? Ihr erlaubt, Ma'am, eine weitere Überraschung, die wir mitgebracht haben. Wie nennt man diese kuriosen Früchte? Es sind Erdäpfel, Ma'am. Davon leben eure Untertanen in New Albia. Mr. Marsh hat Ihnen übrigens einen Namen gegeben. Potato. Wie war der? Potato. Mr. Marsh? Eure Potato ist delikat. Sagt, wie kamt ihr auf einen so eigenartigen Namen? Das muss er mir mal verraten. Ja, Ma'am.
Verlaub, Ma'am, Wein von den Kanarischen Inseln. Der war auch für den Tisch des Königs von Spanien bestimmt, bevor ich Ihnen nahelegte, den Kurs zu ändern. Den ersten Schluck werden wir auf das Wohl eines abwesenden Freundes trinken. Auf Don Bernardino de Mendoza. Auf Don Bernardino de Mendoza. Malcolm, ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bin wieder da. Und du wirst mich noch oft genug zu sehen bekommen. Es sei denn, du entscheidest dich für einen anderen. Wieso, was meinst du? Na, vielleicht für Babington. Seine Gesellschaft siehst du meiner doch wohl vor. Durchaus nicht. Aber wir sollen uns verloben. Verloben sollt ihr euch? Ihr beide wollt heiraten? Was hast du erwartet? Ich war ganz allein und hatte keinen Menschen. Ich weinte mir die Augen aus dem Kopf über deinen Tod. Während du dich überall auf der Welt vergnügt hast. Ich hab mich vergnügt? Fauliges Wasser, ein elender Fraß. Stürme, Krankheiten, die Wilden. Und Potato? Wie? Naja, willst du mir die übel nehmen? Nach dem, was ich hörte, war es doch dein Lieblingsgericht, hm? Also, es hat doch keinen Sinn, dass wir uns streiten. Ich bin wieder da. Ist das nicht die Hauptsache? Nein. Jetzt können wir beide heiraten. Arabella. Kommt. Nein! Halt zum Teufel! Was denkt er sich? Ihr habt wohl vergessen, Mr. Marsh, dass ihr hier nicht mehr unter Wilden seid. Sir Francis Drake. Unsere königliche Schwester in England hat uns damit offenkundig herausgefordert. Sie wird nicht mehr in der Lage sein, es zu bedauern. Wenn wir mit Euer Majestät Erlaubnis handeln können. Und in einem Monat, das weiß ich genau, weilt Elisabeth auf dem Schloss, das in der Nähe von Marias Gefängnis liegt. Der Königin zu Ehren findet ein Maskenball statt. An dem werden alle unsere guten Freunde teilnehmen. Und die Herrschaft der Königin Elisabeth wird damit zu Ende sein. Ich bin dabei. Das ist ein Plan von der Landschaft. Königin Elisabeth verbringt die Nacht hier in diesem Kastell. Und hier drüben, nur 5 Meilen davon entfernt, liegt Tutbury Castle, wo Königin Maria gefangen ist. Es gibt noch ein schwieriges Problem. Wie befreien wir die Königin von Schottland aus dem Gefängnis, während wir Elisabeth beseitigen? Die Lösung dieses Problems finde ich. Die Liebe. Hoppla. Fünfzehn Tage schon ziehen wir mit diesem Hof durch die Lande, von Schloss zu Schloss und von Ball zu Ball, machen Kratzfüße und verneigen uns voreinander. Also lange kann ich das nicht mehr mitmachen. Ruhm und Ehre haben ihren Preis, Sir Francis. Aber vielleicht wäre euch die Hitze in einem Urwald Liebe. Der Kampf gegen Fieber, gegen Hunger und gegen die Spanier. Das selbstverständlich nicht, Ma'am. Das wünsche ich mir nicht. Lord Shrewsbury. Wäre das nicht wunderbar? Ja. Sofort, Captain. Was meint ihr mit sofort? Was habt ihr denn plötzlich? Ach, die kleine Französin, ja? Sie und dieser Babington. Sie gehören beide zum Hofstaat der Königin. Darum können sich die beiden von früh bis spät sehen und gewöhnen sich womöglich aneinander. Anstatt hier im Schmollwinkel zu stehen, geht doch rüber zu ihr. Habt ihr hier bei Hof euren Kampfgeist verloren? Vorwärts. Arabella.
Ihr sollt mich nach Tedbury begleiten, und zwar sofort. Nach Tedbury? Wo die Königin von Schottland? Psst. Unser Auftrag ist geheim. Wir haben ein Schreiben für die Königin von Schottland. Ihre Majestät hat's befohlen. Befohlen? Lady Anne? Für Ihre Majestät. Befohlen? Ich bitte euch, lacht, Sir Francis, als hätte ich euch was Komisches erzählt. Es geht um das Leben der Königin. Wir haben einen Brief der Spanier abgefangen an die Königin von Schottland. Aus dem geht hervor, dass sie die Königin ermorden wollen, während sie auf dieser Fahrt durch ihr Land ist und... Wir wissen nicht, wann das Attentat geplant ist und von wem es verübt werden soll. Also sagt euren besten Männern Bescheid und haltet selbst die Augen offen. Kann sein, dass der Verräter schon hier ist. Vielleicht hinter einer von diesen Masken. Ja, Sir? Sagt den Männern, es wird hier bald Ärger geben. Zu Befehl, Sir. Der Zutritt ist verboten, das sind königliche Privatgemächer. Hier dürfen nur Mitglieder des Hofstaates hinein. Was habt ihr hier zu suchen? Arabella. Ach. Was fällt euch ein? Oh, willkommen, Mr. Marsh. Ihr beide kennen uns. Wir haben eure Laufbahn mit großem Interesse verfolgt. Seit jenem Abend in Plymouth. Halt, halt, nicht umbringen. Wir müssen erfahren, warum er hier ist. Vielleicht weiß er etwas. Malcolm! Malcolm! Bedauern, Sir? Die Gemächer der Königin darf niemand betreten. Natürlich nicht. Habt ihr meinen Offizier Mr. Marsh gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Bedauern, Sir. Danke. Willkommen in Tadbury, Lady Arabella. Diese Deputation ist im Auftrag der Königin hier. Wir haben ein Schreiben von Ihrer Majestät an die Königin von Schottland. Wollt ihr mir bitte folgen? Ein Besuch bei der Königin darf nur wenige Minuten dauern, laut Anordnung. Euer Majestät. Arabella, mein Kind. Wir haben eine Botschaft von der Königin, Ma'am. Die Stunde eurer Befreiung ist endlich gekommen. Gott schütze euch, Majestät. Wir bringen euch von hier fort. Jeder Augenblick ist kostbar. Ihr bringt die Freiheit. Nach all diesen Jahren. Ich kann es noch kaum fassen. Verzeiht, aber ihr müsst euren Umhang ablegen und Ihrer Majestät überlassen. Es ist bald soweit. Die Königin zieht sich zurück. Wir begleiten sie zu ihren Gemächern. Zum letzten Mal. Warum seid ihr hier? Was sucht ihr hier? Wer hat euch geschickt? Meine Lords, ich hoffe, es kommt einmal der Tag, an dem ich euch das vergelten kann. Die erlaubte Zeit ist vorüber. Bitte die Königin allein zu lassen.
Tage, Sir. Bitte. Meine untertänigsten Empfehlungen an Ihre Majestät. Die Königin von Schottland soll entführt werden! Wagt nicht, sie anzurühren! Elisabeth ist tot! Ihr vergreift euch an der Königin von England! Der Königin, ihr seid verhaftet. Babington, Hawthorne, Hillard und 13 junge Männer aus dem Gefolge der Königin. Ferner Arabella Duclos, Hofdame der Königin. Ein paar der Gefangenen sind vielleicht unschuldig, aber der Prozess wegen Hochverrats wird gegen alle eröffnet. Ohne Ausnahme. Sie kommen alle in den Tower. Die Königin von Schottland kommt sofort nach Fotheringhay. Auch sie wird vor Gericht gestellt. Gute Nacht, meine Lords. Ich danke euch. Ich bin tief bewegt über eure Treue. Gute Nacht. Betet für mich. Das kann nur ein Missverständnis sein. Arabella ist nie im Leben eine Verräterin. Malcolm, sie hat den Verschwörern jedenfalls geholfen. Das steht fest. Sie hat den Brief überbracht, oder nicht? Weil sie nicht gewusst hat, was drin stand. Sie ist getäuscht worden von ihren Freunden. Also, Arabella ist immerhin eine erwachsene Frau und kein Kind. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie etwas Unehrenhaftes tun kann. Sie ist der Königin treu ergeben. Gut, ich werde es versuchen. Eine so hohe Gunst würde ich sonst keinem in England gewähren. Was gibt es, Drake? Was wollt ihr? Ein Leben, Ma'am. Ein Leben? Das dieser jungen Arabella Duclos. Sie ist die Braut meines Adjutanten, Mr. March. Sagt Mr. March, er muss sich eben eine andere suchen. Das Urteil ist gefällt worden. Ich kann nichts dagegen machen. Ma'am, wir sind hier allein. Es wäre doch eine edle Geste der Großmut. Lasst Gnade vor Recht. Ich bin heute nicht in der Stimmung, großmütig zu sein. Drake, ihr dürft gehen. So, aber in jener Nacht, als das Komplott entdeckt wurde, da wart ihr in der Stimmung, Majestät. Das ist nicht fair von euch. Wir waren bitter enttäuscht und ihr habt uns getröstet. Was verlangt ihr als Gegenleistung? Ich habe euch zum Ritter geschlagen. Ehren und Reichtum habt ihr. Was wollt ihr noch? Noch mehr Geld? Mir bietet ihr Geld? Wer hat euch die Schiffsladung mit dem spanischen Gold denn besorgt, Majestät, und den Schmuck, den ihr tragt, und die Perlen an eurem Hals? Von wem sind die denn? Wagt es! Dafür könnte ich euch hängen lassen, wenn ich wollte. Na. Vorsicht, dort liegt noch einer unter eurem Fuß. Wie? Ach so. Ihr dürft mir nie wieder vor Augen kommen, verstanden? Die Perlen gehören mir.
Diese Perlen sind wunderschön. Ich weiß noch, wie wir sie uns geholt haben. Mr. Marsh riskierte sein Leben, als er die Spanier überrumpelte. Ihr doch auch, Drake. Von der nächsten Fahrt bringe ich euch 10-mal so viel mit. Wir sind beide Piraten, Drake. Ihr seid eine große Königin, Ma'am. Wir lieben euch. Ich schenke euch das Leben dieses Mädchens. Aber sie bleibt als Gefangene im Tower. Ihr seid wirklich großherzig, Ma'am. Frohlockt nicht zu früh. Sie bleibt als Gefangene im Tower, sage ich. Oh, ja, Ma'am. Malcolm, ich bin verzweifelt. Hab keine Angst mehr. Du hast mir das Leben gerettet. Nein, Drake hat es dir gerettet. Dein Drake? Von jetzt an unser Drake. Hörst du nicht, da draußen sind so viele Menschen. Ganz unheimlich klingt es. So still. Warum? Oh. Nun, Exzellenz, schon so zeitig? Ich komme, um mich von euch zu verabschieden, Majestät. Ihr wollt euch verabschieden? Seid ihr überrascht? Nennt mir den Grund. Wisst ihr den Grund nicht selbst, Madame? Wisst ihr nicht, warum die Glocken läuten? Nein. Die Königin von Schottland ist heute Morgen hingerichtet worden. Auf eure Veranlassung. Es sollte nur zum Schein sein, weil meine Minister es verlangten, um das Volk zu beruhigen, bis der Zorn sich eines Tages gelegt hat. Das war ein Fehler, Madame. Die Geschichte wird es vielleicht anders beurteilen. Aber Spanien muss es leider als einen kriegerischen Akt ansehen. Wir haben beschlossen, den Mord an Königin Maria zu rächen. Admiral Medina Sidonia? Sire. Ihr werdet nach Calais segeln und die Truppen des Herzogs von Parma an Bord nehmen. Dann werdet ihr England angreifen. Und dabei erbarmungslos vorgehen. Aber das muss so schnell wie möglich geschehen, bevor Drake mit dem Bau neuer Schiffe fertig ist, die er braucht, um dieses Schlangennest zu verteidigen. Oh. Captain Drake! Captain! Das Signal von der Küste ist da. Die Armada ist gesichtet worden. Aber, meine Herren! Keine Aufregung. Erst beenden wir unser Spiel. Die Spanier kommen später dran. Gut getroffen, Sir Francis. Danke, Mr. March. Außerdem wissen wir beide, dass die Gezeiten sich erst in 2 Stunden ändern. Ja, natürlich, Captain. Drake und Frobisher werden hier auslaufen. Seymour und Winter wahrscheinlich dort. Sie sind verstreut entlang der Küste. Wir können ungehindert durchsegeln. Wir könnten Drake in Plymouth abfangen. Haben wir Drake erst einmal geschlagen, wird England aufgeben. Aber so lauten meine Befehle nicht, Nicaldi. Ich muss zuerst die Armada sicher nach Calais bringen, um dort die Truppen des Herzogs von Parma an Bord zu nehmen. Den Befehl kenne ich. Aber vorher müssen wir uns einen Hafen in England sichern, um dort unsere Schiffe auszubessern. Was wollt ihr ausbessern? Die Engländer werden sich hüten, uns anzugreifen.
Das ist undenkbar. Unser Schlachtplan wird nicht umgestoßen. Wir fahren nach Calais. Also, meine Herren, unsere Information war richtig. Die Schiffe fahren in gerader Linie. Diese Spanier haben also noch nicht die Absicht, England anzugreifen. Sie wollen nach Calais, um dort die Truppen des Herzogs von Parma einzuschiffen. Wir werden ihnen zuvorkommen. Der Plan ist zu gefährlich, Drake. Wenn wir jetzt schon eine so mächtige Flotte angreifen, haben wir keine Reserven mehr, wenn es zum Angriff auf England kommt. Die spanische Armada flößt euch wohl Respekt ein, wie? Doch, ihr habt recht, Frobisher. Ihre Macht darf man nicht unterschätzen. Doch wenn wir sie jetzt angreifen, dann kommt es gar nicht mehr zu einer Landung. Ihr scheint zu vergessen, dass die Spanier uns zahlenmäßig weit überlegen sind und dass ihre Schiffe auch viel besser bestückt sind. Und ihr habt wohl vergessen, dass der aufkommende Sturm uns zum Vorteil gereicht. Unsere Schiffe sind kleiner und daher leichter zu manövrieren. Wir werden nicht erst darauf warten, dass die Spanier uns angreifen mit ihren schwimmenden Festungen. Wenn wir in Reichweite sind, feuern wir aus allen Geschützen, wenden und verschwinden wieder. Entern werden wir sie nicht. Ich halte das nicht für gut. Das könnt ihr für gut oder für schlecht halten, Frobisher. Hier erteile ich Order. Das ist alles, meine Herren. Hiss die Kriegsflagge. Zu Befehl, Sir. Die Kriegsflagge hissen. Die Frechheit von diesem Drake ist wirklich unglaublich. Er wagt es tatsächlich und greift mit seinen drei Schiffen unsere Armada an. Entert sein Schiff und nehmt ihn lebend gefangen. Ich möchte gern die Bekanntschaft dieses anmaßenden Piraten machen. Nein, noch nicht. Ist sehr wagemutig, aber ich hätte nicht geglaubt, dass er imstande ist, einen so teuflischen Plan durchzuführen. Die spanischen Kugeln haben mir noch nie was ausgemacht. Wir wollen ihnen nicht schuldig bleiben. Admiral, Drake ist auf der Flucht und zwar in Richtung Calais. Er ist ein teuflischer Dummkopf.
Er scheint keine Ahnung zu haben, dass wir uns auch auf dem Weg nach Calais befinden. Wir werden ihn verfolgen, so schnell wie möglich. Ja, Admiral. Wir sind fertig. Wir warten nur auf euer Kommando. Das habt ihr, Malcolm. Aber vergesst nicht, der Erfolg der Schlacht hängt davon ab, ob die Überraschung gelingt. Viel Glück! Breiter Formation fahren. Die Schiffe sollen sich verteilen und dem feindlichen Feuer ausweichen. Das wird kaum möglich sein, Admiral. Die englische Flotte greift uns jetzt von beiden Seiten an. Wir können nicht mehr manövrieren. Zu Befehl, Admiral. Lösch die Brände. Untersuch die Schäden. Ich dachte, die Spanier wollten nach Calais. Der ehrenwerte Admiral enttäuscht mich schwer. Als tüchtiger Seemann hätte er sein Schiff wenigstens selbst versenken müssen. Mr. Marsh. Aufgrund dieses Schreibens wird man einer Gefangenen, die im Tower sitzt, die Freiheit wiedergeben. Ich danke euch, Ma'am. Ich danke euch von ganzem Herzen. Kein Mann hat jemals mehr für eure Königin getan als ihr. Was erwartet ihr jetzt dafür als Belohnung? Gar nichts mehr. Ich würde nur gern wieder zur See fahren. Ich erlaube es euch, Sir Francis. Gott möge euch schützen. Reise bis ans Ziel durchführen. Alle Länder sehen und sich an ihnen erfreuen. Und doch wieder zur See zurückkehren. Das allein ist höchstes Glück. Und wer hat das gesagt? Sir Francis Drake.
Ja.